geglaubt habe ich es nicht. Ich habe dann nachher gesagt, ist es auch kein Irrtum, weil mein Vater hat es wiederum von meinem Bruder erfahren. Dann habe ich gesagt, der wird doch nicht irgendein Gag sich da erlaubt haben. Und habe auch dann bei Ihnen bei RTL angerufen und man hat es mir dann bestätigt. Vor allen Dingen jetzt in der Karnevalszeit, ne? Ja. Da hätte er sich vielleicht einen Scherz erlauben können, aber es ist so. Biggie? Hallo? Hallo? Ja, das ist toll. Wir hatten eine kurze Unterbrechung. Hier war irgendetwas mit meinem Mikrofon nicht in Ordnung. Jetzt habe ich Sie wieder. Ja? Sie wollten noch etwas sagen, schnell, Susanne. Ich weiß nicht mehr, wo wir stehen geblieben. Was machen Sie denn? Sowieso sehr schlecht. Was machen Sie denn mit diesen 6.400 Mark? Also demnächst haben wir Winterurlaub gebucht und dann werde ich einen Teil davon für Taschengeld. Na, also da können Sie aber schon nach St. Moritz oder sonst wo hinreisen, ne? Wir fahren nach Kitzbühel. Na, und also. Und da habe ich ja schon mal mitgespielt mit dem Thomas und bin im Finale ausgeschieden. Oh, der Thomas schüttelt verzweifelt den Kopf und sagt, na sowas. Aber dafür können Sie jetzt mit den 6.400 Mark Ihre eigene Reise machen, ja, ne? Ich bedanke mich und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Ich auch. Hören Sie, Biggie? Ja. Und nach den Ferien möchte ich gerne bei Ihnen mal vorbeikommen und dem RTL-Team einen ausgeben. Dann trinken wir einen daraus. Na, da sind Sie immer herzlich willkommen. Da sagen wir nicht nein. Ja. Ich bedanke mich. Und bitte noch das ganze RTL-Team. Das machen und wir. Und vielen Dank auch. Danke, Susanne. Tschüss. Tschüss. So, bei uns wird es langsam Zeit für den Spielfilm, aber vorher noch schnell einen Blick zur Uhr. Meine Schwägerin hat gestern eine Wette verloren. Dass man den Teppichboden so gründlich sauber bekommen kann, hätte sie nicht geglaubt. Sieg für mich und Saporpulver. Hätte ich das gewusst? Saporpulver holt ja auch den Schmutz tief aus den Fasern. Ich muss schon sagen, toll. Meine Schwägerin und Saporpulver. Bevor wir uns gemütlich in den Sessel lümmeln dürfen, auf den Film von heute warten, noch schnell den Tipp für morgen. Unser Spielfilm heißt Heute kündigt mir mein Mann. Da dürfen Sie sich auf Schauspieler in den Hauptrollen freuen wie Gerd Fulbe, Hilde Krahl, Wolfgang Kieling, Lola Mütel, Josef Offenbach und Brigitte Skay. Und es geht um einen Börsenmakler namens Alfred, der eigentlich ein bisschen sehr unter seiner anspruchsvollen Familie leidet. Die luxen nämlich immer das Geld aus der Tasche. Und eines Tages kursiert an der Börse das Gerücht, dass viel Geld mit einer Spekulation zu machen ist. Er investiert sein ganzes Geld und was passiert? Er verliert alles. Tja, und da ist seine Familie gar nicht glücklich darüber. Im Gegenteil, sie zeigt sich ihm plötzlich von einer ganz bösen und unerwarteten Seite. Hier ist ein Ausschnitt aus dem Film von morgen. Bis 40 haben sie ein Vermögen zu verdienen und es dann ihren Kindern abzugeben. Sehr richtig. Die Menschen über 40 taugen sowieso nicht mehr viel. Die stören nur. Und zum Vergnügen reizt bei ihnen auch nicht mehr. Du weißt ganz genau, worum es geht. Ich habe alles arrangiert, habe mir solche Mühe gegeben und du hast es von Anfang an gewusst und hast mir nichts gesagt. Du bist gemein. Naja, ich wollte dir den Spaß nicht verderben. Alles hast du verdorben. Der Schwarzkopf wird dieses Geschäft nie mit uns machen. Hat der Mann doch gar nicht nötig. Na, nötig hat er zunächst mal den Regierungsauftrag und den hat er noch nicht. Der Bundesminister für Verteidigung betrifft Textra AG, Aktenzeichen F48197TZ. Reine Formalität. Ja.
Schmutzige Fenster, kein Problem, dank Harald, dem Superfensterputzer. Sie feuchten die Spezialfaser an, reiben einige Tropfen Harald voll Pflegekonzentrat ein, führen das Gerät leicht über die Scheibe und streifen die Feuchtigkeit mit der Gummilippe ab. Das Ergebnis? Klare, saubere Fenster in kürzester Zeit. Damit kommen wir zu unserem heutigen Spielfilm. Er heißt Das sündige Dorf. Ja, Schande und Sünde im strengen, gläubigen Land der Bajuwaren, das gibt es in Bayern. Und dazu noch jede Menge unehelicher Kinder, die machen das Ganze kompliziert. Und ganz kompliziert wird es in dem Moment, als ein junges Paar heiraten wird und die sind auch noch eng verwandt. Tja, die wollen das Ganze so ein bisschen vertuschen, aber das geht natürlich nicht mehr, weil man in dem Dorf bereits die Hochzeitstafel bestellt hat und eine zünftige Musikkapelle für die Musi. Wie das alles endet, sehen Sie jetzt. Gleich geht's los. Alles gecheckt. Nur noch Alfreds trockener Hals. Hier, nimm Paroli. Paroli Halsbonbon. Flüssig gefüllt mit kräftigem Kräutergeist. Wenn's im Hals trocken wird, Paroli, der starke Tropfen Kräutergeist. Eine neue Generation entdeckt ein neues Shampoo. Topaz Fit Shampoo. Topaz ist mehr als nur ein mildes Shampoo. Topaz Fit Shampoo ist die tägliche Wohltat für Ihr Haar. Shampoo dein Haar fit. Jeden Tag mit Topaz Fit Shampoo von Schwarzkopf. Der warme Glanz schöner Hölzer macht meine Wohnung so behaglich. Etwas Polyboy gehört schon dazu, damit meine Möbel schön bleiben. Und hygienisch sauber. Und vor Flecken geschützt. Polyboy hat die Intensivpflege für alle Möbel. Nehmen auch Sie Polyboy. Polyboy. Ich hab heute Lust auf McDonald's. Da gibt's ab heute viel Fisch. Den neuen Superfischmeck, den angeln wir uns ganz frisch. Dieser Fischmeck ist super. Ein riesengroßes Stück. Jetzt! Zeit gibt's den Superfischmeck mit einem extra großen Fischfilet. Superfischmeck, nur 3,40 €. Ich hab Lust auf McDonald's. Ich hab Lust auf McDonald's. Für Geld tue ich alles. Sogar